Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Zahl sehr schnell ansieht, ob sie durch gewisse Zahlen teilbar ist. Das hilft euch dann vor allem bei Brüchen, beim Kürzen oder auch, wenn ihr eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen müsst. Nun suchen wir uns einfach eine Zahl aus und überlegen mal, was man an der ansieht. Wir nehmen die 36.300. Nun, jede Zahl ist natürlich durch 1 teilbar, das heißt, es ist ein bisschen witzlos, sowas sich zu überlegen, aber beim Kürzen müsste man vielleicht schon nachschauen können, ist diese Zahl durch 2 teilbar? Das ist noch recht einfach. Jede Zahl, die gerade ist, also auf 0, 2, 4, 6 oder 8 endet, die können wir einfach durch 2 teilen. Das ist recht simpel. Also durch 2 ist eine Zahl dann teilbar, wenn sie gerade ist. Schauen wir weiter, durch 3 teilen. Kann man einer Zahl ansehen, ob sie durch 3 teilbar ist? Ja, man kann es. Dafür gibt es den Begriff der Quersumme. Quersumme heißt einfach 3 plus 6 plus 3 plus 0 plus 0. Wir addieren also die einzelnen Ziffern einer Zahl auf. Das nennt man Quersumme. Und dann kommen wir hier auf 12. So, und wenn jetzt eine Zahl eine Quersumme hat, die wiederum durch 3 teilbar ist, dann ist schon die ganze Zahl durch 3 teilbar. Das heißt, wir haben eine Quersumme von 12, 12 ist durch 3 teilbar, also ist diese 36.300 auch durch 3 teilbar. Würden wir hier eben was anderes rauskriegen, die 13, also hätten wir 36.301, wüssten wir, es ist nicht durch 3 teilbar, weil die Quersumme 13 wäre. Diese Zahlen sind immer deutlich kleiner, die könnt ihr recht einfach im Kopf ausrechnen, falls nicht, könnt ihr davon wiederum die Quersumme bilden. Ihr seht, 1 plus 2 gibt 3, also die 12 muss durch 3 teilbar sein, aber da ist natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Schauen wir uns die nächste Zahl an, die 4. Ist eine Zahl durch 4 teilbar? Erkennt man einfach daran, dass die letzten zwei Ziffern einer Zahl, in dem Fall bei uns 0, 0, durch 4 teilbar sein müssten. Wenn ich natürlich 2 mal die 0 habe, dann muss ich halt sozusagen die 1 noch vorne dran setzen. Also ist 100 eigentlich durch 4 teilbar? Ja, 100 ist durch 4 teilbar. Damit ist das auch gelöst. Also auch wenn jetzt hier 0, 4 stehen würde, wäre es durch 4 teilbar. Oder 16, dann ist es immer durch 4 teilbar. Also sind die letzten zwei Ziffern als Zahl gesehen durch 4 teilbar, dann ist auch die ganze Zahl durch 4 teilbar. Die 5 ist wieder viel, viel einfacher. Naja, wir haben hier hinten eine 0. Immer wenn eine 0 oder eine 5 am Ende einer Zahl steht, können wir diese durch die 5 teilen. Also 0 und 5 sagen wir es teilbar durch die 5. Ich schreibe es natürlich alles hier an. Ihr könnt es auf www.lyrelda.de anschauen. Dazu gibt es einfach ein Skript, da ist es als Tabelle zusammengefasst. Und auch dieses Beispiel hier geschrieben. Nun, nach der 5 folgt natürlich die 6. Die 6, es gibt dafür keine eigene Regel, aber wenn ihr durch 2 teilen könnt und durch 3 teilen könnt, also wenn sie gerade ist und die Quersumme durch 3 teilbar ist, dann ist es natürlich auch insgesamt durch 6 teilbar. Aber wenn ihr von unten anfangt, die kleinsten Zahlen zuerst versucht, dann ist die Zahl gar nicht mehr durch 3 teilbar, wenn ihr es immer schön so lange macht, bis es gar nicht mehr weitergeht. Zur 7 gibt es leider keine schöne Regel. 7 ist dementsprechend furchtbar zu rechnen. Wenn ihr irgendwo die 7 drin seht oder denkt, ihr könnt ihr durchkürzen, könnt ihr das nicht sofort der Zahl ansehen. Versucht einfach die anderen Zahlen erstmal alle rauszuteilen beim Kürzen, wenn es soweit es geht, und am Schluss die 7 halt mit dem Taschenrechner zu überprüfen, zum Beispiel wenn ihr die Primfaktorzerlegung vornehmen wollt. Teilbar durch 8 natürlich, wenn ich durch 2 teilen kann. 3 mal durch 2 teilen, dann kann ich auch durch 8 teilen. Oder man guckt sich die letzten 3 Ziffern jetzt an. Das wäre in unserem Fall die 300. Ist die 300 durch 8 teilbar? Nein, ist sie nicht. Dann ist auch die ganze Zahl nicht durch 8 teilbar. Die 9 geht auch noch recht einfach. Bei der 9 schaut euch wieder die Quersumme an. Ist die Quersumme durch 9 teilbar? Dann ist auch die Zahl durch 9 teilbar. Wir haben hier die Quersumme hier ausgerechnet. Es ist 12, 12 ist nicht durch 9 teilbar, also kann ich diese Zahl hier nicht durch 9 teilen. Die einfachste aller Zahlen, wahrscheinlich die 10, ich kann jetzt die Zahl dann durch 10 teilen, naja, wenn die hinterste Zahl dann 0 ist, ist in unserem Fall natürlich gegeben. Und dann gibt es noch etwas, das sieht im ersten Moment ein bisschen kompliziert aus, durch die 11, oder Zahl durch 11 teilbar ist, das ist eigentlich recht leicht zu erkennen, das gibt die alternierende Quersumme. Das heißt, ich mache zwar auch wie hier eine Quersumme, ich addiere die einzelnen Ziffern auf, aber ich wechsle jedes Mal das Plus- und das Minuszeichen ab. Das ist jetzt egal, ob ihr mit Plus oder mit Minus anfangt, weil es muss am Schluss 0 rauskommen. Aber wir versuchen es mal, also ich fange von hinten an, minus 0, plus 0, minus 3, plus 6, minus 3. Also, minus 3, plus 6, minus 3.
Das gibt insgesamt 0 und somit ist es durch 11 teilbar. Immer dann, wenn die alternierende Quersumme, also immer mit irgendeinem Vorzeichen anfangen und dann das Vorzeichen jedes Mal verändern bei der Addition oder der Subtraktion, wenn da 0 rauskommt, dann ist die Zahl durch 11 teilbar. Nun, die meisten größeren Zahlen, die Primzahlen sind, da gibt es halt leider keine einfache Rechenregel, wie ihr das schnell erkennen könnt. Aber ihr habt, wenn ihr mit diesen Tipps, die ich jetzt euch gegeben habe, durchgeht, bei einer Primfaktorzahl beim Kürzen, dann kommt ihr schon sehr, sehr weit. Denn die anderen Primfaktoren, die sind schon sehr, sehr selten in der Zahl. Also schaut euch das Ganze an. Guckt mal wieder bei uns vorbei auf der Homepage. Verfolgt uns auf Facebook. Vielen Dank für eure Unterstützung.